Hallo Leute, ich habe gerade hier diese neue Netflix-Serie, Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm, fertig geguckt. Ich habe dann die ersten anderthalb Folgen auch nochmal auf Deutsch geguckt, einfach um zu gucken, wie die Übersetzung ist und ob sie vielleicht andere Begriffe benutzen. Und ich denke, da die ganze Serie, dass sie die ganze Staffel auf einen Schlag rausgebracht haben, kann ich auch mal sowas wie ein Review machen und mal ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Ich versuche das Ganze möglichst spoilerfrei zu halten, also erzähle jetzt nicht so viel darüber, was da passiert, ein bisschen über den Hintergrund. Das Ganze spielt in der näheren oder ferneren Zukunft, so ich denke, da in Büchern ungefähr 300 Jahre von heute gesehen. Der Filmserie sieht es aus, als wäre es ein bisschen mehr, vielleicht 400 Jahre. Die Menschheit hat sich auf viele andere Planeten ausgeweitet, hat die Sterne erobert. Und irgendwo haben sie dann Ruinen im Englischen ist es eine Elder Civilization, irgendeine ausgestorbene Zivilisation gefunden und mit der Technologie, diese sogenannte Stacks zu bauen. Das heißt, jeder Bürger des Staates, der da existiert, das sogenannte Protektorat, bekommt damit einen Stack hinten in den Nacken implantiert. Und in diesem Stack, das ist ein kleiner, wie ein Computerchip, der speichert dann das Bewusstsein der Person. Das heißt, wenn man jetzt einen tödlichen Unfall hat, dann kann man einfach seine Persönlichkeit von seinem Sleeve, wie der Körper wird dann, die Körper sind nur noch Sleeves, also nur noch Anzüge im Prinzip. Man kann dann das Bewusstsein von seinem Sleeve, von seinem Stack in einen anderen Stack laden, in einem anderen Körper und im Prinzip weiterleben. Das Problem bei dem Ganzen ist, wenn man das zu oft tut, wird man halt irgendwann total verrückt und dreht durch. Man benutzt Klone von seinem eigenen Körper, die richtig, richtig schweineteuer sind, weswegen die meisten Leute sind, sag mal, technisch unsterblich, aber praktisch ist Unsterblichkeit wirklich nur für die Superreichen eine Sache, die erreichbar ist. Es gibt dann noch andere Sachen. Man kann dann zum Beispiel seinen Stack, seine Persönlichkeit per irgendeiner, also die Technik nennt sich Needle Cast, wie das genau funktioniert, wird nicht erklärt. Man kann die dann digital auf einen anderen Planeten in einen anderen Körper transferieren und dann da auf dem Planeten Geschäfte machen. Wenn man sehr reich ist, hat man halt auf jedem Planeten ein paar Klone von sich. Die ganz Superreichen haben natürlich auch noch andere Sachen, wie dass sie alle 48 Stunden halt mal ein Backup irgendwo hochgeladen bekommen, von dem sie dann, wenn jemand, weil in dem Fall ist es jetzt wie bei uns Menschen, wenn man den Leuten halt in ihren Stack reinschießt oder zu heftig auf den Nacken haut oder was auch immer, und der Stack zerstört wird, dann wird auch das Bewusstsein zerstört und das ist dann der reale Tod. Ja, also das Ganze, die schaffen das in der Serie wirklich sehr gut, dieses ganze System glaubhaft darzustellen. Also die benutzen auch immer die Begrifflichkeiten, Sleeve, Stack und so weiter. Hast du mir in den Stack geschossen, ja, und so weiter. Was soll ich vielleicht sagen, das Niveau von Brutalität und Sex ist ungefähr vergleichbar mit Game of Thrones. Also wen das abturnt, für den ist das nicht unbedingt das richtige Programm, hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen. Das Ganze ist jetzt, was Science Fiction angeht, die ganze Welt ist es sehr, sehr ähnlich mit Blade Runner. Auch die Story selber ist eher eine Detective-Story, Noir-Story. Also sehr ähnlich wie Blade Runner, ist nicht eine 1-zu-1-Kopie. Ich habe auch ähnliche Konzepte von solchen Unsterblichkeitstechniken. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich glaube, Hamilton. Irgendwas Hamilton hat zum Beispiel eine Geschichte, wo dann die Menschen sich genetisch verjüngen lassen können. Die ist fast identisch in ihren Grundzügen und auch mit den Problematiken. Ist aber natürlich auch interessant, weil es natürlich auch Themen der aktuellen Zeit mit Superreichen, Verteilung von Wohlstand natürlich ansprechend dort. Also insgesamt ist es eine sehr gut gemachte, sehr fesselnde Story. Special Effects sind gut, Kampfszenen sind nicht schlecht. Wie gesagt, ist eher Detective, hat auch einiges an Action dabei, einiges an Splatter und so weiter. Sex natürlich, nackte Leute laufen auch ständig rum. Ungefähr wie Game of Thrones in der Richtung, nur nicht ganz so viele Charaktere, also ein bisschen überschaubarer. Und ja, ich finde, es gelingt sehr gut, diese Welt zu machen. Wenn man auf Cyberpunk steht, also eine Cyberpunk-Welt mag, wenn man zum Beispiel wirklich Blade Runner wirklich gut findet, dann ist das eine perfekte Serie. Alle anderen, es ist eine interessante Story, es hat einige interessante Twists innen drin, deswegen ich auch nicht zu viel über die Story erzählen will. Ich meine, hier kann man ja mal ein bisschen lesen, da kann man nicht so viel rausschließen. Ja, es ist eine gut gemachte Serie.
Ist es jetzt wert, Netflix zu abonnieren, wenn man es noch nicht getan hat? Keine Ahnung, man kann ein Probeabo ausprobieren, das ist ja mal kostenfrei. Und das ganze Ding auf einen Schlag runtergeladen haben, nicht wie Star Trek Discovery. Hochgeladen kann man ja auch alles auf einen Schlag angucken. Keine Ahnung, vielleicht hat Netflix eigentlich ein Affiliation-Programm. Das wird mal gucken. Naja. Auf jeden Fall, für alle Leute, die Blade Runner geliebt haben, auf jeden Fall ein Blick wert für alle Leute, die in Cyberpunk-Welten wirklich viel anfangen können, Shadowrun mögen. Ist nicht wirklich Shadowrun, aber es ist wirklich sehr ähnlich zu Blade Runner. Ja, die ganze Welt ist sehr ähnlich mit der Blade Runner-Welt. Auch die Special Effects und Flugautos und so weiter. Also es ist, ja, könnte sagen, Blade Runner, die Serie. Ein bisschen andere Themen drinne, aber ja. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe das Ganze an einem Stück dann durchgucken müssen. Und es spricht natürlich auch andere Themen an, wie halt Sterblichkeit. Was macht denn eigentlich einen Menschen aus? Was macht ein Bewusstsein aus? Und es ist natürlich auch ein bisschen verstörend, dass diese Vision der Zukunft, wo dann ja, der Körper eigentlich keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch das Bewusstsein. Und es gibt dann zum Beispiel ein paar Neokatholizisten, die zum Beispiel nicht wiederbelebt werden wollen, die nicht wollen, dass ihr Stack in andere Körper hochgeladen wird, weil sie einfach sagen, Gott hat uns einen Körper gegeben und den haben wir gefälligst zu verbrauchen und danach ist Schluss. Ja, so verschiedene Themen, die da aufkommen. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Ja, wenn ihr die Serie schon gesehen habt, schreibt doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wenn ihr noch Anregungen habt. Ja, ich hoffe, ich habe nichts gespoilert. Das sind einfach nur ein paar, einfach nur ein bisschen zur Erklärung, weil es wird da sehr viel mit den Begriffen rumgeschmissen. Ist vielleicht ganz gut, da so ein bisschen eine Idee zu haben, was denn passiert, vor allem wenn man in der ersten Folge nicht richtig aufpasst. Also, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ciao, ciao.